Dhyanalinga ist einzigartig, weil es alle sieben Dimensionen in ihrer höchsten Ausprägung etabliert hat. In gewisser Weise, wenn man sich Dhyanalinga anschaut, was es bedeutet ist, es ist wie ein lebendiger Mensch, der dort sitzt und seine Energien auf dem Höhepunkt hat. Wenn man es etwas darüber hinaus forciert, wird es seine Form verlieren. Um eine Form beizubehalten, musst du verstehen, wenn deine Energien deine Lebendigkeit verlieren, ihre Lebendigkeit verlieren, kannst du nicht am Körper festhalten, du wirst den Körper verlassen. Das nennt man Alter. Was mit dem Alter geschieht, ist, dass deine Energien ihre Lebendigkeit verlieren. Selbst wenn der Körper ziemlich fit ist, der physiologische Körper ist ziemlich fit, du wirst sehen, sehr wenige Menschen sterben heutzutage an hohem Alter. Jeder bricht irgendeinen Teil des Körpers und sie sterben. Ansonsten, hast du schon einmal jemanden gesehen, der im reinen hohen Alter gestorben ist? Alles in Ordnung. Aber langsam weichen sie einfach zurück, weil die Energie ihre Lebendigkeit verloren hat. Sie kann nicht mehr am Körper festhalten. Ähnlich verhält es sich, wenn die Energie den höchsten Punkt der Lebendigkeit erreicht. Auch dann kann sie nicht am Körper festhalten. Um eine Form zu halten, sollten deine Energien innerhalb eines bestimmten Schwingungsbereichs liegen. Wenn es darunter geht, kann sie sich nicht halten. Wenn es darüber geht, kann sie sich nicht halten. Wenn man es also etwas darüber hinaus forciert, kann es keine Form mehr halten. Um also eine Form zu halten, was ist der Hochpunkt? Alle sieben Chakren sind auf ihrem Hochpunkt, innerhalb der Fähigkeit, die Form zu halten. Und jetzt ist es fast, als säße dort ein lebendiger Mensch, die höchste Art von Wesen. Die Idee, den Lingam zu erschaffen, ist, dass jeder das Privileg hat, in der Intimität eines Guru zu sein, um seine Sadhana zu machen. Sehr wenige Menschen bekommen diese Gelegenheit, dass sie ihr Sadhana in der Intimität eines Gurus machen können. Wenn du dein Sadhana ohne die nötige Gnade durchführst, dauert das, was in einem Augenblick getan werden kann, viele Leben. Dhyanalinga bietet also genau diese Möglichkeit, dass Menschen ihr Sadhana machen können, mit der Intimität, mit einem lebenden Guru zu sein. Gleichzeitig muss man nicht... Du weißt schon, ohne Anweisungen, ohne irgendwelche physischen Verstrickungen, kann man einfach in der Gegenwart eines Guru sein.